Ja, was für Technologien setzen wir ein im iPACE? Fangen wir mit der Batterie an. Die Batterie hat 90 Kilowattstunden Kapazität. Sie besteht aus Pouchzellen, rechteckigen Pouchzellen. Das sind die Zellen, die unserer Meinung nach die beste Raumausnutzung bieten und gleichzeitig auch am besten kühlbar sind. Diese Pouchzellen sind angeordnet auf einer wasserdurchströmten Platte. Damit werden sie sehr gut gekühlt. Und vor allem die Temperatur ist sehr gleichmäßig innerhalb dieser Batterie. Die Batterie ist umgeben von einem sehr steifen Rahmen, der im Wesentlichen sicherstellt, dass beim Crash keine Eindringungen in die Batterie erfolgen. Was die Motortechnologie betrifft, gibt es natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Prinzipien, die alle ihre Vor- oder Nachteile haben. Es gibt keinen guten oder schlechten Motor, sondern nur Motoren mit gewissen Eigenschaften. Wir haben uns entschieden für eine permanent erregte Synchronmaschine. Das ist der Motortyp, der mit Abstand den höchsten Wirkungsgrad hat und die höchste Leistungsdichte, damit das geringste Gewicht. Der Motor ist ansonsten hohl. Ja, wir haben eine Abtriebswelle geht durch den Motor selber und damit erreichen wir einen sehr, sehr kompakten Antrieb. Den Motor haben wir übrigens im Haus entwickelt, von unseren eigenen Leuten. Genauso wie die Batterie auch im Haus entwickelt worden ist. Darauf sind wir auch besonders stolz. Und das gibt uns, glaube ich, auch einen gewissen Vorteil gegenüber anderen Wettbewerbern. Zur Heizung. Wir verwenden eine Wärmepumpe, die in Außentemperaturbereichen von 5 bis 15 Grad die Reichweite des Fahrzeugs um bis zu 30 Kilometer erhöht. In der Wärmepumpe wird nicht einfach elektrische Energie in Wärme umgewandelt, sondern elektrische Energie wird genutzt, um die Wärme vom Temperaturniveau der Außentemperatur auf das Temperaturniveau des Innenraumes zu pumpen. Also wesentlich bessere Nutzung der elektrischen Energie. Vielleicht noch ein paar Worte zum Radstand und zum Antrieb. Wir haben einen sehr langen Radstand, längsten Radstand bezogen auf die Außenlänge aller Vergleichsfahrzeuge. Und der Antrieb vorn und hinten ist eigentlich gar nicht mal gemacht worden, um damit ein Allrad darzustellen. Der entsteht mehr oder weniger durch die Hintertür, sondern vor allem auch aus fahrdynamischen Gründen. Weil wir können, dadurch, dass die beiden Antriebe völlig unabhängig voneinander sind, das Antriebsmoment vollständig verschieben von der Vorder- zur Hinterachse und damit jedes Fahrverhalten darstellen bzw. optimieren.